Hier ist schon das nächste Video zum Tarot der Liebe. Und ja, da haben wir jetzt eine Karte, die wollen wir vielleicht auch nicht so gerne sehen, weil die so komisch aussieht. Das Gericht. Gericht. Erinnert so ein bisschen an diese Idee aus der Bibel vielleicht, das jüngste Gericht, die Posaune erklingt und alle Toten aus ihren Gräbern wachen auf und strecken sich nach oben. Was soll denn das jetzt für eine Botschaft zum Thema Liebe haben? Also ganz allgemein erst einmal, okay, ja, bist du so weit achtsam, dass du auf die Signale hörst, die das Leben vielleicht dir sendet? Ja? Oder bist du zu sehr fokussiert auf deine Ideen, wie es bitte weitergehen soll? Und ja, vielleicht hast du es schon gemerkt, das stimmt nicht immer überein mit dem, was das Leben gerade da so zu bieten hat für dich. Also, ja, das ist immer schön erzählt, so unter dem Motto, ne, Wunscherfüllung und lass das an das Universum raus und dann kriegst du den Wunschpartner und du wartest und wartest und wartest und nichts passiert. Und denkst, ja, muss ich bis zum jüngsten Gericht warten? Könnte die Karte zeigen, ne? Nein, musst du nicht. Du musst vielleicht einfach nur einmal ein bisschen offener weiter werden und ja, vielleicht nochmal in dich gehen, ob ja, all diese Dinge, die du da an Vorstellung hast, wirklich sein müssen. Kann ein Partner, eine Partnerin das überhaupt noch erfüllen? Also wäre zum Beispiel so etwas, was ich da sagen würde und fragen würde. Und natürlich, wie immer hier ganz klar der Hinweis, bei einer Legung ist ja nicht nur diese eine Karte da auf dem Tisch, sondern da sind mehrere Karten, mindestens drei. Und dann ergibt sich ein größeres Bild. Und in dem Rahmen kann dann diese Karte zum Beispiel bedeuten, okay, es kommt etwas Neues, es ist ein Neuanfang. Altes ist beendet, ja, und wenn deine Frage natürlich ist, so unter dem Motto, kommt er, sie nochmal zu mir zurück, dann wird die Karte aus meiner Sicht sagen, nee, das ist beendet, das ist vorbei und hör doch bitte darauf, dass du nicht an alten Sachen hängst. Ja, es waren für dich sehr wahrscheinlich sehr schöne Zeiten, denn sonst würdest du ja dieser Sache nicht nachtrauen, würdest nicht hoffen, dass das nochmal wieder zurückkommt. Nur weißt du wirklich, was noch vor dir liegt, wenn du immer nach hinten schaust und denkst, okay, ah, nein, oh, kommt er noch mal, sieh, ach, das war so schön. Aber der andere hat dich schon längst vergessen. Dann ist er, sie es nicht mehr wert, dass man da dieser Sache immer noch anhängt, sondern ja, wichtig ist, einfach mal einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so, jetzt etwas Neues. Und jetzt gehe ich voran und schaue, was das Leben mir noch zu bieten hat. Denn da ist aus meiner Sicht immer was möglich. Das ist das Spannende am Leben, dass du einmal um die Ecke gehen musst und auf einmal jemanden triffst und denkst, wow, was ist das? Ne? Und du merkst, okay, ich war jetzt bereit und frei, das überhaupt wahrzunehmen. Ja? Also das möchte ich, dass du dahin kommst, dass du dich
ja, von diesen Dingen befreist und sagst, okay, ich kann es hören, ich kann die Signale jetzt erkennen, ja, das kann bei anderen Karten natürlich anders sein. Es kann sein, dass doch noch mal etwas passiert, aber hier bei dieser Karte, bei der Konstellation würde ich sagen, nein. Und deshalb mach dich frei von alten Dingen und mach dich frei und bereit für neue Dinge. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin hier schon seit 5 Jahren bereit für neue Sachen und nichts zeigt sich, ja, dann darf ich dich auch fragen, bist du wirklich so frei, dass du alle Signale wahrnehmen kannst? Kannst du erkennen, wenn da jemand von seiner Seite aus auch vielleicht nach einer neuen Liebe Ausschau hält? Ja, kannst du das erkennen? Oder hast du vielleicht doch irgendwelche Dinge da vor dir und sagst, nee, da ist keiner in Sicht. Ne? Also das wäre hier schon sehr spannend, einfach mal nachzuschauen und bei dir eben auch noch mal mit mehreren Karten zu schauen, was ist da alles noch in dir unbewusst? Das ist ja das, was eben das ist. Du sagst mir jetzt, nein, da ist keine Sperre, da ist nichts und sonstiges. Ja, weil es dir im Moment nicht bewusst ist. Aber unbewusst sind einfach Dinge da vorhanden. Und da geht es darum, dass wir an die herankommen, dass wir die rauskitzeln bei dir. Und dann kannst du ja auch entsprechend handeln und etwas ändern, wenn du möchtest. In diesem Sinne, nimm gerne Kontakt auf mit mir über meine Homepage miracura.de. Ja, und ich hoffe, du machst dir klar, bitte nicht bis zum jüngsten Gericht warten, bis du etwas änderst, sondern jetzt loslegen. Okay, danke dir. Bis dann.